Freiflug gefälligst? Ja, das kommt jetzt als nächstes. Raketenfassrock 3-5. Und unglaublich, dass es in diesem einen Level 3 verschiedene Ausgänge gibt. Mhm. Und Raketenlevel, ihr wisst ja, sind meine absoluten Lieblingslevel. Mhm. Als ob. Und dadurch müssen wir jetzt uns erstmal durchboxen. Irgendwie, auch wenn es irgendwie möglich ist. Am Anfang müsste natürlich immer irgendein Bonus oder so sein. Also habe ich immer so ein Gefühl. Denn es gibt normalerweise immer nur 5 Puzzleteile. So wie in dem Fall auch. Und dafür gibt es auch unten irgendwas. Genau, genau. Was gibt's denn hier? Ach, wie gesagt, es gibt einen Bonus. Immer sofort am Anfang eines Raketen- oder Lorn-Levels. Aber wieso ist es so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass man es dem, oh Gott, dem Spieler ein bisschen leichter macht. Und eben nur 4 Puzzleteile darin verbaut. So, perfekt. Erstes Puzzleteil gesichert. Das kann uns auch schon keiner mehr wegnehmen. Vielleicht gibt es natürlich hier noch ein zweites. Wenn wir alle Bananen hier einsammeln. Kann natürlich möglich sein. Oder? Nee. Also, sieht natürlich nicht so aus. Einen Kong brauchen wir in dem Fall nicht. Wir würden sogar einen bekommen, aber wir brauchen keinen. Also, dann legen wir mal los im nächsten Raketenlevel. Okay. So, die dicken Bananenstauden am besten gleich mal alle mitnehmen, wenn das funktionieren sollte. Und dann verliere ich das K. Mann, bin ich dumm. Mann, bin ich dumm. Na gut, okay. Okay, dann fliegen wir es einfach mal durch. Wir müssen es sowieso öfter machen. Denn die Secret Exits gibt es natürlich hier auch noch zu holen. Oh Gott, das war blöd. Das war jetzt einfach nur blöd. Ah. Okay, gut. Dann können wir das K auch gleich mitnehmen. Und wäre das wenigstens schon mal weg. Also nicht traurig sein, wenn wir nicht alle Puzzleteile bekommen. Wie gesagt, wir müssen ja 3-mal mindestens dieses Level spielen. Denn wir wollen ja die Secret Exits auch alle mitnehmen. Und auf geht's. Los, Donkey. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Aber ich denke nicht, dass es dafür was gegeben hätte. Also ich glaube nicht. Denn, ja, es gab ja schon hier ein Puzzleteil. Also kurz nach dem, oder? Jetzt dann? Nein, hier. Hier gab es ein Puzzleteil, genau. Deswegen glaube ich nicht, dass es am Anfang gleich ein Puzzleteil gegeben hätte. Aber, wer weiß, vielleicht irre ich mich auch. Also, je nachdem, im zweiten Versuch werden wir ja dann sehen, wie viele Puzzleteile denn übrig sind, noch zu sammeln. Okay, dann konzentrieren wir uns mal hier ein bisschen. Ja, ich glaube, die Blasen sollten wir auch alle mal mitnehmen. Boah, wie man hier voll gespammt wird mit Münzen. Nein, da unten war ein Puzzleteil. Scheiße. Okay, egal, egal. Komm, vergessen wir das. Machen wir erstmal den normalen Exit. Und dann kümmern wir uns um die Secret Exits. Auf jeden Fall. So. Okay, okay. Dann nach unten. Ja. Soweit, so gut. Da oben ist ein Puzzleteil. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Wenn ich schon gesehen haben sollte. Und Kong könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen, oder? Normal schon. Also, dann fehlt uns jetzt nur noch das G. Aber wo waren hier die Secret Exits? Oh, runter, runter, runter. Sehr schön. Perfekt. Okay. Ah, da oben war einer. Okay, da oben ist ein Secret Exit, wie man sieht, an dem Warp-Portal. Und am Schluss gibt es, glaube ich, nochmal ein Secret Exit. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. So, da gibt es bestimmt auch. Ja, gut, habe ich das mittlere vergessen, aber egal, egal. Dafür haben wir Kong, wäre komplett. Ja, ich denke, dafür jetzt auch noch was gegeben. Auf jeden Fall ein Puzzleteil mindestens. Aber gut, sei es wie es sei. Dann ist es ebenso, Gott. Komm, ich brauche das Herz. Yeah, danke. Danke. So, war es das jetzt schon? Ja, ich nehme an. Ich nehme an, dass es das war. Oh mein Gott. Der wollte uns doch essen, habt ihr das gesehen? Ah, genau, genau, genau. So, und hier gibt es, glaube ich, nochmal ein Secret Exit. Ach, da gibt es noch ein Puzzleteil. Okay, also fehlt uns praktisch nur noch eins. Also da unten gibt es auf jeden Fall... Oh, wer ist denn da tot? Genau, da kommen wir nur mit Dixie Kong rein. Also somit benötigen wir auf jeden Fall Dixie Kong bis zum Schluss dieses Levels. Gar nicht so schlecht, oder? Aber die Atmosphäre sieht doch absolut geil aus. Absolut geil. Gut, dann verlassen wir das Level auf herkömmlichen Weg. Und können dann uns gleich wieder reinballern in dieses Level. Dann haben wir bloß das eine Puzzleteil vergessen, das dann schon auf dem Weg war, oder? Ja, normal schon. Also wir haben jetzt 4 von 5. Und eins lag ja noch auf dem Weg, aber da bin ich leider zu blöd gewesen und habe oben das One-Up geholt. Ja, dann wird es so sein, dann wird es so sein. Gut. Dann wäre es geschafft. Das erste Mal durchgeflogen, durchgerusht. Kong hätten wir natürlich auch komplett. Und dann gehen wir einfach nochmal rein und machen dann die 2
Secret Exits. Ja, ich hätte es jetzt auch so machen können eigentlich, oder? Aber gut, wir haben ja gesagt, wir machen erst dann alphabetisch und dann numerisch weiter. Ja, so haben wir es gesagt. So machen wir es auch. Komm, so machen wir es auch. Und irgendwie hätte ich schon Bock, dieses Let's Play auf die 200% zu ziehen. Denn die 200% würden mich schon anspitzeln irgendwie. Aber es ist halt verdammt schwer. Es ist wirklich verdammt schwer. Und ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Je nachdem. Also, immer viele, ganz viele Likes natürlich geben. Unbedingt weitersagen. 200% wird auf jeden Fall ein riesiger Spaß werden. So, dafür gab es gar nichts. Okay. Dann wäre dieses Geheimnis auch mal gelöst, dass er für diesen Mist wirklich gar nichts gegeben hat. Denn ja, ich habe es ja schon gesagt, hier hätte es ja ein Puzzleteil gegeben. Deswegen war das alles halb so wild. Gut, dann lassen wir das mal gut sein. So, wo war jetzt das Puzzleteil? Das war jetzt auch bei so einer Erhöhung, oder? Ja, bestimmt. Irgendwo hier müsste das doch sein, oder? Ja, jetzt werden wir erstmal voll gespammt mit Münzen ohne Ende. Könnten wir eigentlich mal ausgeben. Machen wir, glaube ich, auch... Ach, habe ich es jetzt dann mit dem Versprechern? Machen wir, glaube ich, auch im nächsten Part dann mal. Schauen wir mal bei Funky vorbei. Und geben mal ein bisschen Geld aus. Wir haben schon über 600 Münzen, also das ist schon jetzt ein bisschen viel. Jetzt darf ich natürlich nicht sterben. Das ist die Hauptsache. Also, komm, Donkey. Bitte am Leben bleiben, bis wir zum Secret Exit kommen. Und danach ist mir egal, was du machst. So, also wir hätten schon wieder fast Kong komplett. Wahnsinn. Fehlt nur noch das G. Na gut, das G kam am Ende erst. So, wo ist denn hier der Secret Exit? So, hier müssen wir runter. Genau. Okay. Ah, Secret Exit kommt jetzt. Genau. Einfach oben dann reinfliegen. Richtig! Und das war der erste Secret Exit. Ah! Aber richtig mies gemacht, oder? Ich finde das einfach nur eine Schweinerei. Schweinerei. Zwei Secret Exits in einem Level. Wer soll darauf kommen? Wer bitte? Wer bitte? Hä? So, aber Puzzleteile hätten wir dafür jetzt alle. Somit müssen wir jetzt gar nichts mehr sammeln. Und einfach nur bis zum Schluss zum Ziel kommen. Mhm. Wenn das mal so leicht wäre, wie ich mal sage. Aber es soll leicht bleiben und es soll auch leicht sein. Deswegen machen wir es uns einfach leicht. Genau, somit hätte sich uns ein Fass aufgetan. Aber da können wir leider noch nicht hin. Wir müssen nämlich nochmal da rein. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen. Ich habe die Schnauze voll. In den 200% müsste man übrigens keine Puzzleteile mehr einsammeln. Ist auch ziemlich geil. Nur noch die Kong-Buchstaben nochmal. Aber wenn erst die 100% so schwer sind, in den K-Leveln, wie wird es dann erst bei 200%? Mein Gott. Da werde ich ja Mordio drehen oder so. Da werde ich mich ja, glaube ich, aufhängen bei sowas. Hm, hoffen wir natürlich nicht. So, dann noch auch mal auf ein neues hier in diesem Raketenlevel. Aber das war ziemlich einfach, das Raketenlevel. Da fand ich das erste, fand ich ein bisschen schwieriger. Mit den ganzen Mäusen und dem Käse. Ja, da finde ich das schon etwas leichter. Nicht nur etwas, sogar sehr. Ach komm, ich sammle jetzt einfach was ein, weil sonst einfach nur durchfliegen wäre ein bisschen langweilig. Deswegen sammle ich einfach alles ein, was geht. Komm. Außer natürlich, ich verliere irgendwo. Dann wäre das natürlich schlecht. Aber bis jetzt sieht es mal ganz gut aus. Komm, das One-Up nehmen wir auch noch mit. Wir haben zwar schon 100 One-Ups, aber wieso denn nicht? Oder 99? Was ist denn das Höchste? 99, glaube ich, ist das Höchste. So wie in fast allen Games eigentlich. Außer in Super Mario 3D World, wenn man mehrere Leute spielt, dann kann man auch mehr haben als 100 Leben. Schon seltsam, oder? Alleine kriegt man nicht mehr als 100. Aber wenn man mit jemandem zusammen spielt, kriegt man mehr als 100. Hat man dann Anrecht auf 200, wenn man zu zweit spielt? Kann sein, kann sein. So, jetzt komm, ich will endlich hier raus. Sind wir endlich fertig? Ja, ich hätte erst den hinteren Checkpoint, den hinteren Secret Exit machen sollen. Hätte ich jetzt nämlich hier reinfliegen können. Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Und schaut euch diese dummen Pinguine an. Ha, Wahnsinn, oder? So, jetzt kommt der letzte Abschnitt. Das wird auch noch mal was geben. Komm, gib mir die Münzen. Ach, ich hätte schon wieder Kong. Also hätte ich es vorher gar nicht einsammeln müssen. Hätte ich es ja vorher gar nicht einsammeln müssen. So, die dunkleren Fische, die fliegen nach oben und die helleren nach unten. Kann man sich auch ganz gut merken eigentlich. Also gar nicht so schlecht, oder? Richtig nice. So, das wär's dann gewesen, oder? Ja, endlich. Aber der Fisch sieht so geil aus, wenn er durchs Bild fliegt. Und voll daneben. Wie kann man mich nur so verfehlen? So, bam. Gut. Ja, dann. Attacke nach unten. Und holen wir uns mal unseren Secret Exit. Kann man nur mit Dixie Kong erreichen. Ist doch krass, oder? Wenn man sich am Anfang für den falschen Charakter entscheidet und dann hier an der Stelle ist, ja, dann schaut man ein bisschen blöd in die Röhre. Aber ich hab's ja gewusst. Okay.
Sehr schön. So, und dann kommt jetzt 3-A. Müsste jetzt kommen. Irgendwann. Wenn die Ladefrequenz vorbei ist. Also, holt euch nochmal einen Kaffee. Denn bald geht's weiter. Oh, es geht ja schon weiter. Also, Pech gehabt. Gibt keinen Kaffee mehr. Also wieder hinhocken, zuschauen und ja. Gut, wo ist denn A? Da ist B. Da wollte ich aber nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Ich will in A. 3-A, genau. Swing dich durch. Oh, geiler Titel. Freue ich mich drauf. Also, dann swingen wir uns mal durch dieses fantastische Level. Ach, da freue ich mich jetzt drauf. Wobei mir der Titel eigentlich gar nichts mehr sagt. Habe ich das Spiel schon so lange nicht mehr gezockt? Ja. Seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber umso besser, dass es jetzt wieder von vorne losgeht. Einfach nur atemberaubend. Ah. So, swing dich durch. Also, wo sollen wir uns denn durchswingen? Sollen wir da hoch? Ja, komm. Wir gehen mal da hoch. Ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt ein Lorn-Level ist. Hey, hey! Ich wollte dich doch mitnehmen. Wieso verletzt er mich jetzt? Ich denke, ich könnte den Dude hier brauchen. Ich denke. Nee, brauche ich nicht. Verzieh dich. Okay. Somit hätten wir den auch aus dem Weg geräumt. Aber was gibt's jetzt da dafür? Ach, dafür gibt's die Plattform. Okay. Kann man da hinten noch irgendwo hin? Nee, kann man nicht. Okay, da unten gab's ja jetzt auch nichts. Also ich habe jetzt mal nichts gesehen. Was so den Anschein macht. Komm, geh weg. Geh weg einfach. So, so würden sich... Okay. Okay. So, ich warte jetzt mal lieber ab. Genau. Da oben gibt's aber nichts, oder? Was? Wieder nichts? Wie viel gibt's denn hier überhaupt? 5. Okay. Ja gut. Dann ist es schon irgendwo leicht verständlich, dass es hier wirklich so wenige Sachen gibt. Soll ich die Bananen alle einsammeln eigentlich? Banane, kommst du nochmal? Eventuell? Nein? Ach komm, hoffentlich gab es jetzt dafür kein Puzzleteil. Bitte nicht. So, dann ducken. So, aber da unten gibt es auf jeden Fall was. Da gibt es auf jeden Fall was. Das sehe ich doch. Das sieht jeder, dass es da unten was gibt. Und natürlich wieder ein Bonus. Okay. Ah ja. Den hatten wir jetzt auch noch nicht gehabt, oder? Also die Bonusvielfalt wächst stetig. Und wächst auch immer weiter voran. Wahnsinn, oder? Hätte es doch zu Anfang gar keiner geglaubt, wenn man zu Anfang schon wirklich so viele Bonuslevel doppelt sieht oder fünfmal oder nicht fünfmal, ja. So, komm. Nein, komm schon, komm schon. Ich brauche noch die. Jetzt. Und yes. Ja. Yeah. Geschafft. So, erste von 5. Fehlen noch 4, aber noch kein Buchstabe in Sicht. Okay. Ich denke nicht dafür, dass es dann dafür ein Puzzleteil gegeben hat. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber da ist das K. Und das hätten wir auch. Wahnsinn, dass ich das noch gekriegt habe. Also mit Diddy Kong hätte ich es auf jeden Fall nicht bekommen. Aber da unten ist was. Komm, das sieht doch schon so verdächtig aus da. Diese Gräser. Ja, da unten ist auf jeden Fall was. Man sieht's. Aber wie komme ich da hin? Mal klopfen funktioniert hier nicht. So, was passiert denn an dem hier? So, da dreht sich das da. Ah, jetzt. Okay. Nein! Ach da. Oh, na, da war ein Fass. Ich habe das gar nicht gesehen. Oh, Mann, bin ich dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Oh, Mann. Ich habe das Fass gar nicht gesehen. Ah, jetzt ist meine Dixie Kong weg. Jetzt muss ich Diddy Kong nehmen. Na toll. Stirb, komm. Aus der Spur. So. Dann nehmen wir eben Diddy Kong. Ich hätte mal gesagt, besser als gar kein Kong, oder? Denn alleine mit Donkey Kong ist natürlich immer alles sehr, sehr viel schwieriger. Und deswegen geben wir uns auch mit Diddy Kong zufrieden. Auf jeden Fall. So, jetzt versuche ich aber trotzdem die Banane da zu kriegen. Ja, ich habe sie sogar bekommen. Hihi. So, komm, bleib da, Plattform. Bleib da. Gut, perfekt. Alles klar. Geht doch. Ja. Bei Dixie Kong habe ich es vorher nicht geschafft. Aber bei Diddy Kong schaffe ich das. Schon ein bisschen... Komisch! Ja, ich habe jetzt sowieso den Vogel gebraucht. Also ich hätte jetzt fast verkackt. Fast. Aber nur fast. Dafür gab es ja nichts, oder? Nur Bananen. Ja. Nein, eine Münze. Eine Münze. Aha, eine Münze. So. So, und du auch. Okay, ja, ich habe doch gesagt, da ist ein Fass. Mein Gott. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Soll ich auf den Buddy eigentlich drauf? Weiß es nicht. Lohnt sich das für die Münze? Ja, gut, komm, nimm mir die Münze mit. Und da wäre der Checkpoint gewesen. Oh Gott, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Nein! Okay, alles gekriegt. Alles gekriegt. No problemo. No problemo.
Aber das, die ganze Welt verwirrt mich so. Okay. Wie mache ich denn das jetzt? So? Na, so klappt es nicht. So klappt es nicht. Hm. Aber wie mache ich? Hä? Okay, so. So und so. Okay. Ja, also. Geht doch. Geht doch! Immer erst meckern und dafür nichts können. Okay. Ich nehme mal lieber eins mit. Man weiß ja nie, für was man es braucht. Ja, wie gesagt, man weiß nie, für was man das, für was man diese blöden Dinger braucht. Aber für das hier, bam. So. Oh, jetzt kommen Bananen. Oh nein. Oh nein. Oh no. Dafür gibt es bestimmt einen Puzzleteil. Komm schon. Nein, ich hab's verkackt. Nein. Ich könnte mich jetzt eigentlich auch umbringen, oder? Soll ich mich umbringen? Ja, komm, ich bring mich um. Komm, ist egal. Ist egal, komm. In einem Checkpoint waren wir wenigstens schon, aber jetzt habe ich halt nur noch mich selber. Und das ist das Problem. Aber ich will das Puzzleteil haben. Dafür gibt es bestimmt ein Puzzleteil. Also da kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dafür gibt es ein Puzzleteil. So, runter mit dir. Gut, okay, perfekt. Okay, ganz ruhig. Bam. Gut. Fatz. Und nochmal hier die zwei einsammeln. Für was die auch immer gut sein sollen. Eigentlich für gar nichts. So, ich darf jetzt bloß dieses Teil nicht treffen. Beziehungsweise ich darf es schon treffen. Aber noch nicht aktivieren. Aber jetzt. So. Also kommt hier, Bananen. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dafür gab es kein Puzzleteil? Serious? Boah, seid ihr gemein. Boah, seid ihr gemein. Und deswegen habe ich mich umgebracht? Für nichts? Alter, Alter, Alter. Als ob. Als ob. Toll. Super. Hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen besser vorgestellt, aber naja. Dann halt nicht. Naja, weh, dafür gab es jetzt eins. Komm, gehst du wieder zurück? Bitte? Ja. Dafür gab es auch nichts, okay. Och, Mann! Wie viel haben wir denn schon? Zwei Stück erst. Na gut, also brauchen wir noch mindestens drei Stück. Und bei zwei Buchstaben noch zum Schluss. Könnte schwierig sein. Könnte schwierig sein. So, was passiert jetzt? Gar nichts. Okay, also muss ich erst hier drauf. Dann da drauf. Okay. Aber da oben ist was. Da oben ist was. Seht ihr es? Da oben ist eine Liane. Komm ich da noch hin? Ja, komm ich. Komm ich. Doch. Doch, 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 doch. Doch, da komme ich noch hin. Ja. Ist da drin jetzt? Ja, Gott sei Dank. Da ist noch ein Puzzleteil drin. Ich dachte schon wieder ein Bonus. Ah, das wäre es noch gewesen. Aber man hätte auch gleich hinkommen können. Also ohne, dass man jetzt hier erst lang geht. Aber umso besser. So, wie geht denn das nochmal? Bäm! Nein! Ich habe das N nicht bekommen? Oh no. Dein Ernst? Ach. Das darf nicht wahr sein! Ich will doch bloß das N. Ich will dieses Level nicht nochmal machen. Und ich weiß, wenn ich's mache, dann muss ich es bestimmt nochmal machen, wenn ich dieses N jetzt liegen lasse. Deswegen machen wir es so, komm. So, dann da drauf. Okay. Okay. Ja, ist halt blöd, dass wir alleine sind. Das ist halt wirklich das Blöde daran. Aber gut. Wir finden uns jetzt damit ab, geben jetzt darüber Ruhe über dieses Thema und freuen uns einfach nur drauf, dass wir dieses geile Level spielen, überhaupt spielen dürfen. Verschwinde. So. Du bist der Nächste. Du kommst mit. Ah, nee, du kommst nicht mit. Okay, du bleibst da. Du bleibst da, mein Freund. So. Dafür gab es echt nichts. Okay, ich habe es nur noch mal versuchen wollen. Nur noch mal versuchen wollen, ob es wirklich nicht geht, aber es geht wirklich nicht. So, und dann dahin. Oh Gott, ach, so bescheuert. So blöd, wie kann man nur so doof sein? Aber dafür gibt es wenigstens ein Herz. Okay, als Wiedergutmachung. So, jetzt noch mal. Ja, ich muss da. Ich muss mich auf dem abstützen. So, bam. Bam. Okay, perfekt, geht doch. Geht doch. Boah, wenn ich jetzt nur noch ein Herz gehabt hätte, wäre ich jetzt tot gewesen.
Okay, sollen wir mal hier alles sammeln? Ja, ich denke schon. So, ich glaube, ich springe aber jetzt lieber auf die Eulen. Nein! Oder doch, hat geklappt. Aber da oben gibt es eine Liane. Ha! Da gibt es eine Liane. Ihr habt das jetzt mal ganz leicht zum Sehen. Boah, ihr seid doch irre. Ihr seid doch bekloppt, hey. Was? Ich blick das nicht. So. Runter. Bam. So, und dann rüber. Okay. Na gut, an die Münze komme ich aber nicht alleine hin. Da Oh nein. Och no, komm. Och, Gott sei Dank ein Herz. Okay. So, komm mal her. Komm mal her. Buddy. Ja. Och, komm doch her. Flieg runter. Danke. Danke fürs Runterfliegen. Wirklich sehr nett. Ein Bananenvogel. Och, komm schon. Und ich bin alleine. Alles klar. Oh mein Gott. Nein. Ja, komm. Und ich mache mir da voll die Mühe. Für was denn? So. Okay. Ich denke, dafür gab es jetzt bestimmt was. Komm, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, bitte nicht. Ja, wie soll ich da bitte hinkommen ohne... Ach so, ja. Ach so, okay, ich verstehe, ich verstehe. Mhm. Man hätte einfach, ja, sich so ein Teil mitnehmen können. Nein! Ich hab's gerade mir noch gedacht, ey. Ich hab's mir gerade gedacht, wieso springe ich? Jetzt bin ich bestimmt tot. Und genau so war's auch. Ach komm, was ist das für ein behindertes Level? Swing dich durch. Hä? Was soll das darstellen? Wollt ihr mich alle verkackeiern hier irgendwie? Ja. Ich denke, dass ihr mich alle verarschen wollt. Ja, toll. Wirklich, jetzt kommt der eine wieder. Okay, das Herz hebe ich mir mal auf. Man weiß ja nie, für was man es brauchen könnte. So, jetzt nehme ich mir aber nochmal so eine Frucht mit. Ja, so eine Frucht nehme ich mir jetzt mit. Dafür gab es nichts. Dich sammle ich jetzt nicht ein. Das kannst du vergessen. Das kannst du dir in die Haare schmieren, mein Freund. So. Bam. Bam. Nein! Oh Gott! Das klappt ja gar nicht. Ja, okay, dann muss ich halt den Treffer riskieren. Oder? Wie seht ihr das? Ja, muss ich ja. Ich brauche das G nämlich, ja? Ich brauche das G! So, was mache ich jetzt bei dem einen Dude da? So, okay. Okay. Ja gut, ich kann unten nochmal hin. Ja, und dafür gab es das letzte. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft, Ich muss mich erst da hinhängen, oder? Okay. Okay. Gut. Und schieß. Nein, nicht loslassen. Boah, super. Sehr schön. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so leicht gehen wird dann zum Schluss. Oder so schwer, oder... Wie auch immer. Ich war jetzt gerade ein bisschen... überfordert mit meiner Aussage. Aber egal, kommt vor, kommt vor. Ist eben so. Dafür hätten wir es aber auch komplett geschafft, ja? Ohne irgendwas zu vergessen. Und das ist doch die Hauptsache. Aber da vorne ist schon der Boss. Ah. Naja, aber den sehen wir dann auch erst das nächste Mal, genauso wie das nächste Level. Was wäre das nächste Level? Rankenrumba. Oh, dann hoffen wir mal, dass da uns ein geiler Soundtrack erwarten wird. Ihr wisst schon, welchen ich meine, oder? Ja? Wenn nicht, seid gespannt, was für ein Soundtrack kommen wird und wie das Level aussehen wird. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis bald bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ciao!